Recht herzlich willkommen zur 82. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind am Schiffe bauen und wollen dann irgendwann mal gucken, dass wir hier in die Bretagne nochmal landen. Da ist ja ein bisschen schwierig, was wir da gerade veranstalten. Und wenn wir hier mal so gucken, da sind so ein paar Schiffe, die da auch unsere Häfen blockieren. Und ja, da müssen wir gleich mal schauen. Okay. Mal schauen, wie wir das hinkriegen, dass wir nicht auf einem Messer landen. Und die kommen natürlich immer mit Friedensabgeboten, aber die lehnen wir immer noch weiter ab. ja, die haben uns ordentlich Leute kaputt gemacht. Wir kriegen immer Darlehensangebote. Einfach aus dem Grunde, weil wir ja eigentlich gegen die Bretonen was erreichen sollten. Deswegen, das ist für viele wohl sehr interessant, dass das passieren könnte, ne? Und ja, da kommt der Schwede oder Skandinavier, sagen wir es mal so, und der hat gerade mal den seine Schiffe platt gemacht. Das ist ja schon mal sehr gut. Von Aragon kommt jetzt auch noch ein Darlehens Angebot. Ja, ich würde, man muss überlegen, ob man sie nicht zusagt und dann sofort zurückzahlt, ne? Weil eigentlich ist das für die ja ganz interessant, ne? So, jetzt haben wir hier gerade mal zwei Truppen, oder was? Truppen haben wir noch gar nicht ausgehoben, sehe ich gerade. Ne? Das sollten wir vielleicht auch mal tun. Und das nächste Angebot? Nein, wir lehnen immer noch ab. Ja, müssen wir mal machen. Okay, Geld ist jetzt gerade... Ne, Mannstärke ist unser Problem, gar nicht Geld. Okay. Ja. Können wir noch was für die Armeen tun dann? So. Ja, okay. Dann haben wir überhaupt keine Leute zurzeit, oder was? Die jetzt am Befreien, die Hamburger dann? Ja. Okay. Jetzt sind wir da auch nicht mehr. Okay, jetzt sehen wir wieder was. Das erste Schiff ist da. Müssen wir nur gucken, dass man die zusammenkriegt dann, ne? Diese Einheiten nehmen wir mal an. Packen die da mit hin. Okay. Niederlage. Ah, Holland hat die Segel gestrichen. Okay, jetzt haben wir hier das erste Schiff. Limerick hat nun die Kultur, die wir wünschen. Und das Schiff schicken wir jetzt mal hier in den Hafen, ne? Gucken, ob wir das dahin schaffen. Kriegen wir das denn hin, dahin zu schicken? Ja. Wo ist es geblieben, ne? Das ist jetzt die Frage. Nehmen wir natürlich noch ab. Jetzt ist es dann Stabilitätseinbruch haben wir gekriegt. Okay. Gucken wir mal, dass wir da was gegen tun. Nein. Was soll der... Das ist jetzt das, was ich dir nicht verstehe, ne? Ich will das nicht und dann passiert sowas. Die Schlacht von Churchill ist verloren. Utrecht, okay, warte mal. Ja, und jetzt können wir wahrscheinlich das noch ablehnen, ja. Navigator ist gestorben, okay.
So. Alle können nicht, oder wie sehe ich das? Ach so, weil das wahrscheinlich. Die Pause müssen wir dann schon rausnehmen. So. Jetzt müssen wir die mal da an denen beibringen. Gut. Das sind dann sechs Schiffe, die können wir mal ein. Zurzeit ist ja hier niemand da. Gut, dann fahren wir da mal hin. Ah, jetzt haben die Bretonen, die Schweden, die Skandinavier dann auch. Holt auf, toll. Dann war es das. Ja, dann sitzen wir da jetzt alleine sozusagen. Ist die Frage. Da oben sitzt zurzeit keiner. Irgendwo ist ein Aufstand. Okay. Ach, Neufundland ist komplett besetzt oder was? Von Florida wahrscheinlich. Ja, alles klar. Jetzt wissen wir auch, wo die 57% herkommen. Die wussten sich nicht zu wehren. Noch besser, ne? Okay. Kann man nicht erhöhen, sind wir negativ. Kriegen wir mal gerade noch mal einmal die Kriegsmüdigkeit. Ja, Neufundland ist, naja, war dann klar, ne? Und deswegen haben wir den schlechten Kriegsstand auch. Ja. So, dann mal dahin. Ich glaube, das dann diesmal. Nee, wollen wir immer noch nicht. Das lehnen wir noch ab. Okay. Okay, da sind schon die da draußen. Gut. Okay, die Schlacht gewonnen. Sehr interessant, dass wir die gewonnen haben. Hätte ich jetzt nicht gerechnet mit. Okay. Warum werden die Schiffe? Ich weiß, warum läuft, ne? Kriegen wir die auch geeint dann oder so? Nee, ne? Ablehnen. Gründet sie. Bank von England, okay. Prestige dazu. Und ewig gehen irgendwelche Fenster auf und ich komme da gar nicht gegen. So, das machen wir mal so. Haben wir da überhaupt einen Anführer? Nein, haben wir nicht. Den holen wir uns jetzt dabei. Und jetzt haben wir den in der Flotte. Kriegen wir auch noch dahin, ne? So, jetzt haben wir es dann geschafft, dass wir die ganzen Schiffe beieinander haben. Dann zack. Haben wir jetzt 13 Schiffe, okay. Das ist jetzt wenigstens eine kleine Zahl, die wir da haben, ne?
Und das ist eine ganze Truppeneinheit, die wir jetzt verlegen. Okay, da unten ist noch ein Schiff. Aber dann werden wir erstmal diese verlegen. Nach da, nach Kent. Gucken. Und dann bringen die mal dahin. Und hier bauen wir jetzt noch. Ostindienfahrer. Die zusammen machen. Bringen wir die mal gerade wieder in den Hafen erst. Und die kriegen wir da jetzt nicht rüber. Na, nein, wir haben keine Transportschiffe, das ist unser Problem, aber die können wir erstmal alle auswählen und verbinden. Anführer haben wir, gut. Da kommt wieder eine Ansprache, die wir ablehnen. Und dann sind irgendwo wieder irgendwelche Rebellen rausgekommen, okay. Naja, das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Haben wir hier 6 Schiffe, die sich gegen, ne? Okay. So, und jetzt müssen wir mal ein paar bauen. Die kleinen hier. Wir müssen mal die andere Wahl hier machen, das ist sinniger. Dann machen wir das so. Ein paar Truppen müssen wir mal bewegen jetzt, ne? 14.000 Mann haben wir da oben auch. Das bedeutet, wir können auch mal ein paar Leute ausheben. So. Und jetzt sind 1000, ne, 7000. Das ganze Land unter Waffen setzen. So, jetzt ist die Reserve weg. Ich möchte jetzt erst ablehnen. Dann verlieren wir administrative Macht, das ist aber okay so. So, da ist die erste Einheit, die schicken wir mal dahin. Da sitzen tatsächlich welche über. Okay. Und dann werden die geschlagen, das ist schon mal gut. Das haben wir gewonnen, das ist wichtig für uns. Ich weiß jetzt nicht, wo wir da gerade was verloren hatten. Ne, dahin. Aufreiben die Jungs. Oh, da sind 14 von Ferrara gekommen. Jetzt sehen wir natürlich alt aus. Das ist echt ärgerlich. Ja, gut, okay. Jetzt müssen wir taktisch wieder vorgehen hier irgendwie. Hier drüben sind schon mal Truppen zusammen. Die schicken wir mal dahin. Hier oben sind auch Truppen zusammen. Auch dahin. Die gehen alle nach da oben. Dann lass die gerade weiter. Okay. Admin, zack, voll Zollwert und dann alles gut. Da ist wieder eine Anfrage gekommen, die lehnen wir mal ab. Stabi nochmal runter, auch sehr schön. Und wir sammeln unsere Truppen da oben. Die nächste Anfrage wieder, die wir nochmal ablehnen. Da einen wir die.
Soldaten kann man nicht genug haben, genau so ist es. Und wenn das schon kommt, dann können wir wahrscheinlich noch welche ausheben. Das war falsch, dahin. Und okay, mehr gehen nicht. Kaserne, Armee, da. So, passt's. Dann bauen wir da auch noch weiter aus. Hier unten geht noch einer. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch machen. Infanterie-Fernkampf. Ja. Können wir das erhöhen? Ja, das ist gut so. Und müssen wir hier irgendwann mal gucken, wo hier die Truppen sind. Ach, da unten 41.000. Wow. Und da 3,5. Ja. Wir haben nur 16 hier. Aber wir sind ja noch kräftig dabei am Ausheben. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen hier erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.